Hallo und herzlich willkommen. Stimmt gar nicht. Ich habe mich entschieden, ich mache wieder schweizerdeutsche Videos und ich fange schon falsch an. Yippee, Lara, du hast drauf. Hallo und herzlich willkommen auf meinem schweizerdeutschen Kanal. Ich begrüße euch heute zu meinem Nachtessen. Es ist ein ganz komisches Licht. Es sieht aus, als würde ich schillen. Ich mache es nicht. Mit Mineralwasser. Mit Fenkel und Nudeln. Es ist ein riesen Teller. Seht ihr das? Und ich packe da drüber Sweet and Sour Thai Soße. Der Grund, wieso dass ich das mache, Moment, ich liebe Thai Soße. Also wieso dass ich was überhaupt mache, gell? Ist echt eine dumme Frage. Der Grund, wieso dass ich das mache, ist, weil ich die Lust verloren habe an diesen Videos. Erstens am Schweizer, am Hochdeutsch reden und andererseits irgendwie das Stieren. Ist mir irgendwie echt auf den Keks gegangen, je länger, je mehr. Und durch das habe ich mich entschieden, ich mache wieder so etwas Real Talk Video ähnliches. Ich probiere es jetzt einfach mal aus. Ich schwätze sehr gerne sehr freie Schnauze. Aus diesem Grund mache ich das während dem Essen und dass ihr auch gerade noch seht, ich esse. Aha. Auch wenn es viele nicht würden denken. Und vielleicht esse ich auch mit vollem Maul, aber auch wenn, ist mir eigentlich scheißegal. Aber was wollte ich eigentlich sagen? Ich wollte sagen, wieso dass ich das esse? Es ist so, wir sind erst gestern von der Ferien heim, also Ferien vom Osterwochenende heimgekommen. Ich habe nur Nudeln daheim. Ich bin zwar heute gepostet, aber irgendwie völlig planlos. Darum hat es dann auch einen Fenkel drin. Und ich bin ganz, ganz eine faule Kocherin. Das wissen alle, die mich besser kennen und auch meine Kunden. Meine Mahlzeiten gehen nie länger wie 15 Minuten. Das ist wirklich mein absolutes Maximum. Darum sind das auch meistens so ein bisschen zusammengewürfelte Sachen. Aber ich mag das. Also, was ich wollte sagen, wieso dass ich das Video heute mache, ist, weil ich heute viele Kundinnen hatte, die extrem unzufrieden sind mit sich selber. Und das nicht aus dem Grund oder nicht aus dem einzigen Grund, weil sie nicht das Gewicht haben, das sie eigentlich gerne haben würden, sondern weil sie gemerkt haben, dass sie, egal was für ein Gewicht das sie haben werden, unzufrieden sind. Weil die Hülle das eine ist, aber das Innenleben das andere. Und ich will irgendwie nicht ein langes Video darüber machen. Ich will einfach ein paar Sätze sagen. Ich habe lustigerweise ein ganz herziges Schälchen bekommen. Ich weiß nicht, ob ihr das lesen könnt. Steht drauf. Better wonderful than perfect. Heisst, lieber wunderbar als perfekt. Finde ich einen mega schönen Spruch und entspricht total der Wahrheit. Heutzutage sind alle der Perfektion entsprechen oder streben nach Perfektion, was überhaupt, was uns niemals anführt. Weil wer sagt schon, was perfekt ist? Wer weiß, was perfekt ist? Für jeden ist perfekt etwas anderes. Die einen wollen einen Bodybuilder als Freund, die anderen wollen einen mit einem Bierbauch. Für die Person, die sich wünscht oder die es will, für die ist das perfekt. Man kann nicht ein Idealbild erschaffen. Das ist gar nicht menschenmöglich. Weil für jeden Mensch ist etwas anderes perfekt. Und das ist eigentlich so ein das, wo ich vor allem meinen Frauen, aber auch Männern, die ich wohlbemerkt sagen, beibringen will, dass sie wirklich erkennen, dass Perfektion nicht besteht. Also, ihr müsst einfach aus dem Inneren raus euch wohlfühlen und glücklich sein und zufrieden sein. Und dann werdet ihr das gegen die Außenwelt auch repräsentieren und zeigen. Und durch das findet euch die Leute auch schöner. Aber wenn ihr ständig an euch herumnörgelt, wenn ihr nur das Negative seht,
irgendwie weiss ich auch nicht, Reiterhosen sind nicht gut, ein dicker Bauch, schiefe Nase, was auch immer. Dann strahlen dir das aus. Ich habe gerade heute jemandem gesagt von meinen Kunden, hey, ich bin etwa die 4 Kilo schwerer und etwa die 4 Kilo leichter. Who cares? Ich fühle mich wohl. Ich mache sehr gerne Sport und ich esse sehr gerne. Das war nicht immer so. Ich habe auch Sport gemacht, weil ich das Gefühl hatte, ich muss es zum Kalorien verbrennen und nicht, weil mir der Sport Spass gemacht hat. Oder ich habe Sachen gegessen, weil ich denke oder weil ich gewusst habe, ich werde nicht zunehmen davon und nicht, weil ich es gerne hatte. Und das ist das, was ich inzwischen nicht mehr mache. Wo ich kann sagen, hey, weißt du, also, wenn ich Hunger habe, dann habe ich Hunger. Wenn ich Lust habe auf Schoki, dann esse ich Schoki. Aber was es eben ausmacht, ist, früher, wenn ich Lust hatte auf Schoki, dann musste ich die ganze Tafel essen. Aus dem Grund, weil ich so einen Hyper hatte auf das. Und das so verboten war, dass der Reiz viel grösser war. Heute muss ich sagen, ja gut, wenn ich Lust habe auf Schoki, esse ich vielleicht nur noch 3/4. Nein. Aber es ist wie, durch das, dass es nicht mehr verboten ist, ist es auch nicht mehr so attraktiv. Sicher habe ich auch gelernt, anders zu essen. Dass ich weiss, dass ich nicht mehr den Heisshunger habe und so weiter und so fort. Und das geht heute nicht. Aber eben, dass euch bewusst ist, tut euch nicht strafen, tut euch im Körper etwas Gutes. Er wird es euch danken. Ich habe nicht den Körper umsonst, sondern weil ich zufrieden bin. Ich weiss, ich habe nichts, ich habe eine extrem gute Genetik. Und ich habe sicher auch sonst nicht, wie soll ich sagen? Ich habe nicht etwas, was ich an mir hasse. Gar nicht. Ja, an den einen Tag wird man das ändern, an den anderen das. Ich meine, keine Frau fühlt sich zu 100% wohl vor einem Spiegel. Aber ich bin happy mit dem, was ich habe. Ich bin gesund, ich bin leistungsfähig. Und ich glaube, das sieht man auch. Das repräsentiert man in die Welt aus. Ich habe gesagt, das ist mein Wohlfühlgewicht. Und ich glaube nicht, dass irgendjemand, der sein Wohlfühlgewicht hat, übergewichtig ist. Bin ich zu 100% davon überzogen. Einfach weil man, wenn man sich wohlfühlt, dann isst man genau das, was man braucht. Und zwar auch in dieser Menge, die man es braucht. Und dann muss man es nicht übertreiben. Ich weiss, es ist einfacher gesagt als gemacht. Am Anfang wird es sehr schwierig sein. Einfach aus dem Grund, weil ihr euch nicht gewöhnt seid. Es ist etwas Neues, wenn ihr auf einmal essen dürft, was ihr wollt. Aber ich würde euch sagen, lasst euch ein paar Wochen oder sogar Monate Zeit und irgendwann merkt ihr, es ist nicht mehr attraktiv. Das Verbotene ist nicht mehr attraktiv. Ich will euch nicht dazu verführen, dass ihr jetzt nur noch von Pommes, Hotdogs und Leber esset. Was ich weiß gar nicht, wie ich angefangen habe. Aber ich würde euch sagen, tut es nicht streichen. Ich will, dass ihr gerne Salat essen und nicht Salat essen, weil ihr das Gefühl habt, ich muss Salat essen. Ich verspreche euch, ihr kommt Lust über auf das. Ich habe Lust auf Früchte oder ich habe Lust auf Gemüse. Oder viele, die vielleicht auch im Ausland mal sind und zurückgekommen sind, haben gemerkt, wow, mir hat das so gefällt, das Frische. Wir haben so eine grosse Auswahl hier in der Schweiz, die man in anderen Ländern nicht unbedingt hat. Und dann kommt man wieder Lust über auf die frischen Sachen. Und darum macht euch keine Gedanken. Wirklich. Das ist das Dümmste, was ihr machen könnt, dass ihr euch so versteift. Und je mehr dass ihr euch versteift, desto unzufriedener seid ihr. Ich sage euch, ich war selten so glücklich wie jetzt mit meinem Körper. Einfach aus dem Grund, weil ich nie mehr auf der Waage gestanden bin. Es ist mir wirklich scheißegal. Und weil ich merke, wenn ich keinen Hunger mehr habe, dann muss ich nicht mehr essen. Ich esse, wenn ich Hunger habe. Und ich esse nicht, wenn ich keinen Hunger habe. Und das ist schlussendlich das Patentrezept. Das ist etwas, das, was ich jetzt gerade mache, am Abend um 7:30 einen Teller Nudeln essen, ist für viele ein riesen Ding. Hey, viele Frauen können das heutzutage nicht. Und es sollte uns doch zu denken geben, hey, das sind Nudeln. Was läuft eigentlich falsch mit unserer Gesellschaft, dass sich viele Frauen nicht mehr getrauen, Nudeln zu essen? Das ist doch, das gibt mir fast eins, wirklich. Und aus diesem Grund möchte ich euch wirklich mal zeigen, dass es möglich ist. Ich esse extreme Mengen. Alle, die mich kennen oder die schon mal mit mir gegessen haben, wissen, dass man, wo sich, wo man das Gefühl hat von außen, ist überhaupt nicht wahr. Dazu möchte ich gerade noch sagen, mit diesen Food Diaries, das ist etwas, was mich extrem unter Druck gesetzt hat. Sind die Videos, die ich den ganzen Tag lang
gefilmt habe, was ich esse. Und zwar aus dem Grund, weil man wie anfängt zu überlegen, was soll ich essen. Es hat alles müssen schön aussehen, es hat alles müssen der Norm entsprechen, es hat müssen gesund sein, mengenmässig hat es auch noch ein bisschen nach etwas müssen aussehen. Und das ist das, was mich extrem unter Druck gesetzt hat. Ich meine, so einem Fenchel Spaghetti Sweet and Sour Teil ist ja kein Menü, da langen sich ja die Leute am Kopf und hören, die macht Ernährungsberatung. Und das ist das, wieso das mich irgendwann angeschissen hat, schöne Bilder zu machen von Essen, das Essen filmen, weil ich es gerne einfach und schnell. Und das ist das, was mir liegt. Darum habe ich den Körper, den ich habe, weil das mein Essverhalten ist. Und es ist sehr schwierig, wenn du auf einmal musst, auch Zeug abwägen, weil du musst ausrechnen für Kunden oder einfach so ein bisschen, es hat nicht mehr meiner Norm entsprochen, so wie ich gegessen habe. Ich bin jemand, ich snacke immer wieder. Es sieht scheiße aus, wenn ich auf einmal in einem Video da einen Farmerstängel, da ein Gutzli. Ich muss ja eben noch die Kamera dabei haben. Und darum, das ist der Grund, wieso ich mich entschieden habe, vorläufig sicher keine Food Diaries zu machen. Wenn ich irgendwann das Gefühl habe, dass mir das wieder mehr liegt, dann mache ich das sicher. Aber im Moment kommt es nicht in Frage. Ja, jetzt habe ich gleich ein Zeitchen geredet gegessen. Habe ich fast nichts, es ist bald kalt. Darum beende ich das Video jetzt. Und wünsche euch einen schönen Tag, Abend, was auch immer. Und Esser, worauf ihr Lust habt. Ich wünsche euch alles Gute und bis bald. Tschüss!